Essen? Ja. Wirklich? Wirklich. Boah, wunderschön. Mach ich ins Essen? Ja. Ja, geht die mal ins Putdown. Ja, und wo können die Dienerinnen sitzen? Das ist Melina und Michaela. Sie begleiten mich heute Abend. Ja. Damit ich nicht ganz alleine durch das Dunkel der Nacht muss. Hä? Ja. Ja, da bin ich sehr froh darüber. Und? Wo können Sie sich setzen, Butter und? Da. Da drüben, auf diese Couch. Hä? Ah. Und wo sitzt denn du? Ich kann durchsitzen. Hä? Du sitzt da hinten? Ja. Ja, aber dann geht das ja. Ich glaube, du öffnest doch immer ein Türchen. Ja, das ist ein Fernseher, ha? Ja, ich sehe, wie habe ich aufgesehen, da habe ich nur ein Fernseher. Mhm. Das schaust du dir manchmal auch an, ne? Ja. Ja, aber zurückzukommen auf den Advent, ha? Den Adventskalender, da bin ich sicher, dass du jetzt schon viermal ein Türchen aufgemacht hast. Viermal. Genau. Und morgen wirst du wieder eines öffnen. Ja. Und dann wieder eines. Ja. Und dann noch eines. Ja. Und was ist, wenn alle 24 Türchen offen sind? Spielsachen drin, ja. Und wenn alle geöffnet sind, dann ist Weihnachten. Ja. Dann kommt das Christkind auf die Welt. Ja. Und da freust du dich bestimmt darauf. Ja. Ja, ich freue mich auch darauf. Ja. Aber immer zu Beginn dieser Zeit, der Adventszeit, kommt der St. Nikolaus vorbei. Ja. Mit deinem großen Buch. Schau mal das große Buch. Das St. Nikolaus Buch. Ja. Mit dem Bischofsstab drauf abgebildet. Ja. Und weißt du, was der St. Nikolaus hier reinschreibt? Das ist so wie das. Genau, das ist genau gleich. Ja. Aber weißt du, was er notiert in diesem Buch? Ich weiß es. Mhm. Und was notiert er denn, wenn er die Kinder besucht? Er schreibt sich immer in das Buch, wenn die Kinder irgendwas schon sehr gut machen. Ja. Das freut ihn auch sehr. Und dann gibt es aber auch Dinge, die sind noch nicht so gut. Ja. Und die erwähnt er dann natürlich auch ein wenig. Und jetzt schaue ich mal, was ich bei dir notiert habe. Ja. Du bist schon 4 Jahre alt, ha? Ja. Ha, ein richtig großer Bursche. Ha? Ja, das sieht man. Ja? Du bist sehr hilfsbereit. Ja. Ja, das ist so. Schau mal, Japa und Anja, die freuen sich sehr darüber. Ja. Wenn du ihnen hilfst bei der Arbeit oder in der Küche. Ja. Was machst du da am liebsten? Ich liebe Kochen. Kochen, ja. Ich liebe Essen. Ja, das ist noch gut, wenn man gerne kocht und dann nicht gerne essen würde, das wäre eigentlich noch schade. Ja. Und du hast auch Tiere gern. Ja. Was ist denn das? Wer? Ich mag Elefanten. Elefanten? Ja. Hast du auch schon welche gesehen? Ja, das war so groß. Ein großer Elefant? Ja. Ein Zirkus Knie, oder? Ja, so. Na, so. Mochi. Wie war im Zoo? Im Zoo? In Zürich oder in Basel? Im Zoo. Im Zoo, ja, es gibt verschiedene Zoos. In Zürich, ja? Da gibt es Löwen. Das sind ganz imposante Tiere. Ja? Und welches Tier gefällt dir am besten? Die Elefanten. Weil die besonders groß sind, ja? Ja. Ja, das ist wirklich speziell. So Riesentiere. Ha? Und du bist jemand, der überhaupt Mensch und Tier sehr gern hat. Und das freut mich. Ja. Ja, das ist so, Wotan. So wie im Dschungel.
Ja, jetzt musst du mir erklären, was du genau meinst. Oder weiß das Abba? Wieso wie im Sommer? Wo? War doch ein bisschen. Er möchte dann nachher noch ein Lied Oh ja, singen. da freue ich mich aber drauf. Ja, aber jetzt erzähle ich noch ganz kurz. Du bist nämlich auch ein Junge, der sehr gern teilt. Mit deinen Freunden, wenn du irgendwas bekommen hast, dann teilst du das auch. Und das ist eine ganz schöne Eigenschaft. Ja, das ist wirklich so. Das machen nicht alle so. Wenn das alle so gut machen würden, wie du das machst, dann hätten vermutlich viele Menschen auf der Welt genügend zu essen. Dann müssten andere Menschen nicht Hunger haben. Mach das weiter so. Etwas, das aber überhaupt nicht zu dir passt, Otto, und das ist, dass du ein bisschen dickköpfig bist. Ja, genau du. Mit dir spreche ich jetzt. Dass du manchmal einfach das Gefühl hast, dass das erledigt werden muss, so wie du es willst und nicht anders. Und dann auch auf diese Meinung beharrst. Und das ist nicht so schlimm. Ja? Denkst du an das? Dass das ein bisschen besser wird. Okay. Und du hast ja schon schöne Zähne. Ja, genau, jetzt sehe ich sie. Pass auf zu denen. Zu denen musst du Sorge tragen. Ja, ganz, eine ganze Menge sind da in deinem Mund. Aber zu diesen musst du aufpassen. Und dazu gehört, dass man sie regelmäßig mit der Zahnbürste putzt. Ja, das weißt du, oder? Ja, aber dann musst du es auch machen. Nur das Wissen, das nützt doch nichts. Du musst wirklich diese regelmäßig putzen, damit sie so schön weiß bleiben, wie sie jetzt sind. Machst du das? Abgemacht. Sicher. Super. Ha? Und jetzt hast du noch ein Lied vor dir. Das ist eine Sprache, die verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Und da bist du mir viel voraus. Du kennst schon zwei Sprachen. Das ist genial. Ja? Und das hast du wunderbar vorgesungen. Zusammen mit Anja. Ja? Ich habe mich gefreut darüber. Und die Dienerinnen auch. Denen hat es auch gefallen, oder? Dafür gibt es jetzt einen Lebkuchen. Schau mal. Einen Lebkuchen vom St. Nikolaus. Ja. Danke. Ja, ist gern geschehen. Ja.
Nikolaus. Und jetzt, Botte, und es gibt noch viele andere Kinder, die auch warten, bis ich zu ihnen komme. Ja? Aber weißt du was? Ich glaube, du hast es auch schön, wenn der St. Nikolaus nicht mehr hier ist. Oder? Das ist auch noch für mich. Ja. Das hast du gebastelt. Ja. Wow, das ist dann schön. Ein Schneemann. Ja. Den kann man jetzt momentan zur Zeit noch nicht gut bauen draußen. Ha? Da braucht jetzt zuerst noch eine Menge Schnee. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt er jetzt dann in den nächsten Tagen. Ja. Dann gebe ich den noch. So, und dann habe ich noch eine Menge andere feine Sachen. Schau mal. Ja. Weißt du, wie man diese nennt? Ja. Das ist eine Spezialität aus Wilsau. Ja. Geliebt. Sicher. Und darum sagt man, nennt man diese Wilsauer Ringling. Ja. Weil es ein Ring ist. Ja, so wie ein Reifen. Ja, genau. Schokolade, das magst du, glaube ich, auch, oder? Ja. Ja. Mandarinen. Ja. Ja. Und Äpfel, feine Nüsse. Ja. Wo soll ich das hinlegen? Hinschütten? Da. Auf den Tisch? Ja, hier ist ein mega Platz. Ja, dann legen wir das da drauf. Ja. Am besten hältst du die Hände ein bisschen hier hin, damit nichts auf den Boden fällt. So, oh, das geht gut, ja? Sehr gut. Danke. Ja, ist gern geschehen. Und, ja? Und schau mal, den lasse ich auch noch hier. Ja? Den kannst du dann öffnen, wenn ich draußen bin. Ist das gut? Ja? Ich leg den da hin. Ja? Ist das gut so? Ja. Okay. Begleitest du mich noch nach draußen? Ja. Gut. Ja, dann vielen Dank, dass du zu Besuch sein durfte. War sehr schön. Dankeschön. Ciao.